Sie fliegen vor allem in der Nacht und transportieren Waren rund um die Welt. Cargoflieger. Wie sieht Ihr Job genau aus? Was unterscheidet Sie von den Piloten, die Passagiere fliegen? Eines der größten Luftfrachtdrehkreuze in Europa ist der Flughafen Leipzig. Wie genau funktioniert so ein Drehkreuz? Wie werden die Päckchen auf die richtige Reise geschickt? Was machen Ramp Agents auf dem Vorfeld? Wie werden die Frachtmaschinen gewartet? Und wie sieht der berufliche Alltag eines Cargofliegers aus? Nila. Hi. Grüß dich. Wie geht's? Gut, und jetzt? Schon länger da? Viertelstunde. Jede Reise beginnt mit den Flugvorbereitungen. Alle wichtigen Informationen bekommen die Pilotinnen und Piloten im sogenannten Flight Dispatch. Die Wetterbedingungen sind entscheidend für die Wahl der Route. Wir haben hier im Westen eine leichte Störung, die reinkommt. Das wird das Wetter wahrscheinlich morgen, spätestens übermorgen beeinflussen. Ansonsten sehr stabil, leichte Tendenz zur Nebelbildung. Ich fliege seit 1986, bin Kapitän seit 1997 und bin momentan so knapp durch die 12.000 Flugstunden durch. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier in der Firma, ist mein erster Job als Co-Pilot und ich habe so bisschen mehr als 500 Stunden auf dem Flugzeug jetzt. Auf dem 640.000 Quadratmeter großen Flugfeld des Frachtterminals starten und landen täglich rund 60 Flugzeuge. Genauso viele Flieger können hier gleichzeitig parken. Tom Danner und Daniela Löff werden mit einem Shuttle zu ihrer Maschine gebracht. Die Koffer mit den Unterlagen für den Flug haben sie dabei. Jetzt haben sie eine Stunde Zeit für den technischen Check des Flugzeugs. Aber als erstes wird der Wasserkocher angeschaltet. Kaffee muss sein. Derweil im Tower der DFS, der Deutschen Flugsicherung in Leipzig. Von hier werden die Starts und Landungen überwacht, die Bewegungen auf dem Vorfeld und der Flugraum kontrolliert. Yukon 7078 and number 2, Windcheck 080 and 6 knots. Shots 4738, Leipzig bound, good evening, stand 4285, Victor. Hier oben ist Berlin. Die Hauptstadt mit der Kontrollzone auch wieder von Schönefeld hier unten und Tegel hier oben. Dann haben wir hier drüben Dresden, das wäre Altenburg, das ist Erfurt. Hier kommt dann bald schon Frankfurt. Das Streckennetz ist dicht gewebt aus Autobahnen am Himmel. Der Luftraum ist horizontal und vertikal in verschiedene Sektoren unterteilt. Ein Team aus zwei Fluglotsen ist jeweils für einen Sektor zuständig. Alle Flugzeuge, die dieses Gebiet durchqueren, bekommen Anweisungen zu Flughöhen und Geschwindigkeiten. Bei Starts und Landungen ist besondere Sorgfalt erforderlich. Die Mindestabstände müssen unbedingt eingehalten werden. Jetzt kommt hier unten der Nächste, der anfliegen möchte. Und ich muss jetzt eben sozusagen vorausplanen, wie weit ist der jetzt geflogen, wenn der entsprechend weit vorne ist, damit ich den hier reinkriege, bevor von hinten der Nächste kommt. Zurück aufs Vorfeld. Noch wird die Maschine in der Parkposition mit stationärem Bodenstrom versorgt. Der Airbus A300-600 gilt als sehr zuverlässiges Flugzeug. Dieser Flieger hatte ein Vorleben als Passagiermaschine und wurde danach für die Fracht umgebaut. Die Container müssen absolut sicher stehen, bei Start und Landung, aber vor allem bei Turbulenzen. Dass der nicht nach hinten, zur Seite und nach vorne weg kann. Die Container werden mit sogenannten Loks gesichert. Da gibt es einmal die Loks. Dann gibt es noch so Seitenloks, die drin sind dann. Und dann gibt es noch eine Schiene. Um ganz sicher zu sein, sind die Stellflächen farblich markiert. Hier an der Seite ist mit grün markiert. Damit weiß ich, dass der Container an dieser Position stehen muss. Hier endet. Hier dann so verlockt wird. Auf dem Vorfeld. Kurzes Teambriefing der Ramp Agents, bevor die Maschine auf die Position rollt. Hier kommt der Airbus und der Triebwerksschub rollt er heran. Jetzt gilt für die Ramp Agents eine Regel: Safety first. Solange die rote Lampe am Bauch des Fliegers blinkt, darf sich keiner dem Airbus nähern. Also der Supervisor steht am Notaus. Die Mitarbeiter stehen ringsrum und warten, bis die Maschine steht und das Anti-Collision-Light aus ist, also das rote Blinklicht. Und dann wird zuerst die Schocks gesetzt, dann die Kegel ringsrum und dann das Equipment drangestellt. Also Highloader, Treppe und Band.
Nicht zu vergessen die stationäre Bodenstromversorgung für das Flugzeug. Ein armdickes, schweres Elektrokabel. Schon sind die Highloader zur Stelle. Mobile Hubbühnen, die die Container auf Höhe der Ladekante bringen, um das Flugzeug zu B- oder entladen. Die Ramp Agents beginnen gleichzeitig mit den oberen und unteren Frachträumen. Zwingend vorgeschrieben, nach jedem Entladen müssen sie prüfen, ob Bordwand oder Boden vielleicht beschädigt sind. Alles läuft glatt. Von der Zeit her super, können wir uns nicht beklagen. Auch hier muss einer den Hut aufhaben. Ich bin praktisch jetzt im Moment dafür zuständig, erstens das Team zu überwachen und zweitens die komplette Ausladung. Das heißt, Container zu checken. Ich habe dazu meinen Ladeplan, wo die ganzen Daten draufstehen. Ich bin dazu da, falls irgendwelche Probleme auftauchen, irgendwo Gefahrgut ausläuft, wie auch immer. Bei der B-Ladung gibt es eine präzise Ladearchitektur. Alle Container bekommen je nach Ladung und Gewicht einen exakten Platz zugewiesen. Auf vieles muss man da achten, dass der Container richtig gerade hinterkommt, dass man hinten nicht noch den drehen muss, dass er hinten reinpasst, weil der genau hier hinterfährt und in die Schiene reinkommt. Die Container wiegen bis zu 6,8 Tonnen. 35 Minuten haben die Ramp Agents Zeit, um den Laderaum zu füllen. Es muss alles Hand in Hand gehen. Also es ist so ein Spiel wie kann man das ausdrücken, wie eine Sinfonie. Also die Leute müssen miteinander harmonieren, das Equipment muss da sein und letztendlich muss alles auf den Punkt genau stimmen. Die Fracht muss im Laderaum gut ausbalanciert verteilt werden, damit die Piloten keine Probleme beim Fliegen bekommen. Wichtig die Zusammenarbeit, sehr wichtig die Sicherheit, die gegenseitige Rücksichtnahme, das Helfen. Im Cockpit bereiten sich Tom Denner und Daniela Löff auf ihren Flug vor. Ohne Papierkram geht es auch hier nicht. Trotz der Bürokratie, für Daniela Löff ist Pilotin ihr Traumjob. Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich auf so einem Urlaubsflug nach vorne durfte, einen netten alten Kapitän hatte, der mir ganz in Ruhe alles erklärt hat, dass ich mir gar keine Sorgen mache, wie das funktioniert. Und der hat mich gekriegt damit. Ne? Ich bin da raus und ich wusste, was ich werden will. Und ist natürlich super, wenn man in die Schule geht und man plötzlich weiß, wo man drauf hinarbeitet. Aber wie wird man Pilot? Verkehrspilot zu sein, ist was Besonderes. Es ist ein Berufsbild, das eine hohe Selektion erfährt. Das heißt, wir wählen sehr stark aus. Wir suchen konkrete Persönlichkeiten und auch Fähigkeiten. Es bedingt eine gewisse Flexibilität des Personals und eine hohe Ausbildungsrate, die jemanden dann zu einem Piloten qualifizieren und auch machen. Parking Break? Still set. Vor dem Fliegen kommt das Schieben. Nun ist der Pusher dran. Erstmal muss ich darauf achten, dass das Equipment erstmal alles weg ist, dass ich Sichtkontakt habe mit dem Headsetter, dass er mir Zeichen gibt, dass es Go ist. Gleichzeitig muss ich auch für Tower achten. Beim sogenannten Pushback werden die Flugzeuge durch Schlepper rückwärts von ihren Positionen weggeschoben. Anschließend können sie mit eigener Kraft zur Startbahn rollen. Take-off für Tom Denner und Daniela Löff. Für die Pilotinnen Katrin Roll und Anina Sommer beginnt ihre Schicht. Auch sie holen sich zuerst die Wetterprognosen und die Flugdaten ab. Am Airbus angekommen, erwartet sie eine kleine Verzögerung. Wartungstechniker haben ein elektronisches Bauteil ausgetauscht. Katrin Roll muss nun im Protokoll die Reparatur nachvollziehen. Dann lässt sie sich vom Cheftechniker genau erklären, was gemacht worden ist. Sie ist eine sehr erfahrene Pilotin mit 10.500 Flugstunden. Ihre Kollegin Anina Sommer hat bisher 900 Flugstunden im Cockpit verbracht. Kurze Pause. Kaffee brühen mit dem Wasserkocher für die Pilotinnen und die Techniker. Anina Sommer inspiziert das Flugzeug von außen. Es gilt das Vier-Augen-Prinzip.
Ja, ich laufe unter dem Flieger und gucke mir den groben Zustand des Fliegers an und fange an bei im vorderen Bereich mit sieht man solche Rohren, diese Pitot-Rohre und auch Angle-of-Attack-Sensoren und die kleinen Löcher, die in diesem markierten Bereich sind, sogenannte Static Ports. Und die sind sehr wichtig für den Flieger, da bestimmte Drücke abgenommen werden im Außenbereich. Und durch Berechnungen vom Flieger werden Werte weitergegeben wie Geschwindigkeit, Höhe und eben Anstellwinkel. Auch das Fahrwerk und die Bremsen überprüft sie. Entscheidend für Start und Landung. Also im Großen und Ganzen ist es auch nur noch mal ein weiterer Check, denn der Techniker, der ist vorher eben schon mal rumgegangen und hat das alles schon mal begutachtet. Und im Vier-Augen-Prinzip ist das Ganze dann noch mal besser, wenn wir außen rum gelaufen sind. Jetzt kann es gleich losgehen. So, wir sind jetzt mit unseren Flugvorbereitungen fertig. Briefing ist durchgeführt. Wir haben eine Startfreigabe bekommen. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass wir unsere Papiere bekommen. Der Ladevorgang ist abgeschlossen. Wir schließen jetzt noch die Türen. Protokolle, Frachtdokumente, jede Menge Unterschriften. Für den Laien mindestens genauso unübersichtlich das Cockpit. Katrin Roll erklärt uns einige der Instrumente. Das ist unser Slats- und Flaps-System nennt sich. Die Slats sind die Auftriebshilfen, die vorne ausfahren an der Fläche und die Flaps hinten. Das ist für unser Bremsen, wie viel Druck wir drauf haben. Hier können wir die verschiedenen Systeme einstellen. Falls eins ausfällt, können wir das wechseln. Das sind die Triebwerksanzeigen fürs linke und fürs rechte Triebwerk. Analog dazu können wir hier verschiedene Leistungsparameter einstellen, die wir haben möchten beim Triebwerk. Beleuchtung, Anti-Eis, was ich hier vorhin sagte, mit der heißen Luft, die in die Flügelvorderkanten und in die Triebwerksaußenringe vorne einströmen. Und dann geht ein Ruck durch das Flugzeug. Es geht los. Das Flugzeug wird jetzt angehoben durch den Truck unten, der uns nach hinten schiebt. Und während dieser Zeit starten wir die Triebwerke. Dann disconnectet sich der Truck wieder, wird entfernt und dann können wir selbstständig zur Startposition rollen. Die Pilotinnen rollen zur Runway, warten auf die Startfreigabe. Good morning, destination is Baghdad, information Charlie. Now und dann Schub. Während die Maschine auf Reiseflughöhe steigt, erhält Katrin Roll über Funk die Daten zur Wetterlage des Zielflughafens. Es geht nach Oslo. Das ist der Wind aus der Richtung 240 mit 4 Knoten. Die Sicht am Boden beträgt 10 Kilometer. Die Bewölkung fängt an in 2300 Fuß. Gutes Wetter also. Die Pilotinnen können sich darauf einstellen. Hohe Konzentrationsfähigkeit und der Sinn für die komplexe Physik und Technik. Darauf kommt es in Ihrem Beruf an. Also es ist einfach die Mischung von ganz vielen Dingen, die zusammenkommt. Sprich, das Flugzeug an sich mit den technischen Komponenten zu kontrollieren, unterwegs zu sein, also jeden Tag die Welt zu bereisen, viele neue Dinge zu sehen und einfach auch die Teamarbeit mit den Kollegen, also gerade in der Firma hier ist es eine sehr überschaubare Gruppe und es ist auch sehr familiär, sehr nett. Und alles zusammen macht einfach Spaß. Nach 4 Stunden mit einer Zwischenlandung in Kopenhagen, die Landung auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. Die Ramp Agents beginnen sofort nach der Freigabe des Flugzeugs mit dem End- und Beladen. Und auf die Pilotinnen wartet nun das Hotelbett. Ja, Leben in Hotels wird die zweite Heimat, würde ich sagen. Also es ist ganz normal, Koffer packen geht innerhalb von 5 Minuten zu Hause und man fühlt sich fast schon zu Hause in jedem Hotel. Also man war auch überall schon sehr oft. Die Hotels sind meistens in der Nähe des Flughafens und müssen vor allem eins sein, ruhig. Denn die häufige Nachtarbeit hat ihre besonderen Herausforderungen.
Die sogenannte Schlafhygiene ist wichtig. Das heißt, die Piloten müssen darauf achten, genug zu schlafen, auch zu unregelmäßigen Zeiten. Zimmer ruhig ist sehr wichtig, ja, dass es sauber ist und dass man ein gutes Essen bekommt. Also das Zimmer muss wirklich dunkel sein, wenn man schlafen möchte. Es muss wirklich sehr leise sein, dass man durchschlafen kann. Und vielleicht ist es auch manchmal ganz nett, ein Fitnessstudio zu haben, dass man einfach eine Stunde Sport machen kann, aufs Laufband gehen kann, um sich ein bisschen zu entspannen. Alle Waren haben ihren Weg durch diese Halle genommen. Das sogenannte Terminal in Leipzig. 1000 Meter lang und 100 Meter breit. Hier werden Bentleys versendet, Ersatzteile für Turbinen oder Tiere wie Elefanten. Alles, was schnell und sicher an irgendeinen Ort der Welt soll. Mehr als 4000 Menschen arbeiten hier. Transportiert wird grundsätzlich alles vom Liebesbrief bis zum Elefanten bewegen wir alles durch die Welt. Das in einer enormen Geschwindigkeit, das mit unglaublich vielen Menschen. Die Globalisierung hat den Paketmarkt enorm verändert. Der Kunde will alles so schnell wie möglich geliefert bekommen, am besten über Nacht. Am nächsten Morgen soll die Ware an der Haustüre stehen. Darauf haben sich die Logistiker eingestellt. Der Lieferant verpackt, übergibt uns die Sendungen spätabends, 21, 22 Uhr beispielsweise in Paris. Wir übernehmen die Sendungen dort, bringen es dort in den Flieger, hierher zu uns nach Leipzig, Ankunft 1 Uhr morgens zum Beispiel. Wir haben 120 Minuten Zeit für den Umschlag der Sendung, um die Sendung dann letztendlich wieder am nächsten Morgen in London zuzustellen. Bevor die Pakete und Waren in diese Container kommen und für die weitere Reise verladen werden können, müssen sie zuerst an den richtigen Ort im Terminal gebracht, kontrolliert, gewogen und gescannt werden. Zeit ist dabei ein wichtiger Faktor. Alle Schritte müssen nahtlos ineinander greifen. Wird die Kette unterbrochen, ist das kaum noch aufzuholen. Zum Beispiel, wenn ein Flieger wegen schlechten Wetters erst später landen kann. Das wissen vor allem die Kollegen im Operation Control Center. Wenn ich da irgendwo etwas verliere, bedeutet auch das wiederum in der Gesamtkette eine Verzögerung, die ich nachher nicht mehr aufholen kann. Mit der Folge, dass Sendungen unter Umständen die Verbindung verpassen oder ich die rausgehenden Flugzeuge wiederum verzögern muss. Die sogenannten Operation Agents verteilen die Pakete auf die verschiedenen Container. Die Waren werden gescannt, damit es schneller geht, auch mit einem Fingerscanner über Funk. Die Kunst ist es, die Päckchen so in die Container zu verteilen, dass keine Lücken entstehen. Denn Luft zu transportieren wäre teuer. Das Füllen gleicht einem Tetris-Spiel. Dabei müssen die Männer und auch Frauen insgesamt recht robust sein. Schwere Pakete können auch mit einem Vakuumkran angehoben und in die jeweiligen Boxen bewegt werden. Also das, was von den Menschen, die bei uns im Terminal arbeiten, erwartet wird, ist, dass sie körperlich auf jeden Fall leistungsfähig sind. Die Mitarbeiter entladen im Offload-Bereich Sendungen mit bis zu 31,5 Kilogramm und davon mehrere hundert die Stunde. Auch Piloten müssen körperlich fit sein. Patrick Lienhardt ist auf dem Weg zu seinem jährlichen Medizincheck. Diese Art TÜV entscheidet, ob der junge Pilot weiterhin fliegen darf. Zuerst muss er eine Selbstauskunft abgeben. Auch wenn er sich gesund fühlt und die meisten Kreuzchen bei Nein macht, ein unsicheres Gefühl bleibt. Denn der Arzt kann verborgene Krankheiten entdecken. Das könnte eventuell dann das Aus für den Flieger bedeuten. Bei Medical habe ich immer gemischte Gefühle. Auf der einen Seite denke ich, es ist immer gut, weil man so nicht jeden Tag so einen Gesundheitscheck abgenommen bekommt. Kann ja auch sein, dass irgendwas erkannt wird, was gut ist, was jetzt frühzeitig erkannt wird, was man dann heilen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich immer ein mulmiges Gefühl dabei, weil es theoretisch oder faktisch um den Job geht.
Ich bin jedes Mal angespannt. Ich fühle mich gesund, aber über die Blutwerte könnte rauskommen, dass ich an Zucker erkrankt bin oder dass eines meiner Organe entzündet ist. Obwohl ich mich gesund fühle, würde das hier in dem Blutbild jetzt zum Tage kommen. Das Flight Medical darf nur von einem flugmedizinischen Sachverständigen ausgeführt und ausgestellt werden. Wir untersuchen in diesem Medical sozusagen einen kompletten körperlichen Status, machen eine Anamnese und machen eine Laboruntersuchung, machen diagnostische Untersuchungen. Das bedeutet, dass wir Hörtest, Sehtest, EKG und Urinuntersuchungen machen. Bei weiteren Indikationen machen wir auch eine Ergometrie, eventuell einen erweiterten Sehtest. Dann werden diese Befunde alle zusammengefasst und dann wird die Entscheidung getroffen über die Tauglichkeit des Piloten. Auch die Flugzeuge müssen immer in bestem Zustand sein. Dafür werden sie in regelmäßigen Abständen gewartet. Bei der Leipziger Airline EAT, European Air Transport, werden Hauptwartungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten sämtlicher Flugzeuge gemacht, die DHL in Europa einsetzt. Der Hangar ist 230 Meter lang, 96 Meter breit und 30 Meter hoch. Platz genug. Ein Bugfahrwerk soll ausgetauscht werden, auch wenn es noch völlig intakt ist. Aus Sicherheitsgründen muss ein neues rein. Das Fahrwerk muss alle 8 Jahre oder nach 12.000 Flight-Cycles, sprich nach 12.000 Flügen, getauscht werden. Das ist ein ganz normaler Standardintervall. Dafür muss der tonnenschwere Flieger aufgebockt werden. Die Wagenheber und Ständer sind etwas größer als beim Auto. Millimeter für Millimeter geht es nach oben. Dann beginnt der Ausbau. Dann werden sämtliche Anbauteile des Fahrwerks abgebaut, sprich die Türen, die Räder, sämtliche Verbindungen zum Fahrwerk werden getrennt, die Hydraulikverbindungen, Steuerseile, die Lichter werden abgebaut, damit wir sie dann ans neue Fahrwerk dann anbauen können. Flugzeugmechaniker sind Spezialisten, die hohes technisches Wissen mitbringen und die bereit sind, eine besondere Verantwortung zu tragen. Ja, ein guter Mechaniker macht erstmal das Bewusstsein für seine Arbeit, eine starke Verantwortung, Teamfähigkeit auf jeden Fall. Kein Verkehrsmittel wird so intensiv auf technische Mängel untersucht wie das Flugzeug. Das Luftfahrtbundesamt schreibt diese Checks vor, weil die Flieger hochkomplexe technische Systeme sind. Sie sind in der Luft hohen Belastungen ausgesetzt. Aber wie kann man in das Innere der verbauten Systeme blicken? Mit einer Boroskop-Inspektion. Das ist ein Endoskopie-Werkzeug, wie es auch Mediziner bei Magenspiegelungen benutzen. Das ist eine Routine-Boroskopie-Untersuchung. Wir suchen nach allem, was nicht normal ist. Vor allem nach Rissen oder nach Brandmarken. Alles, was wir eben laut Wartungshandbuch machen müssen. Wir sollen alles kontrollieren. Wir schauen dort nach, wo das Kerosin einspritzt. Das ist hier. Da prüfen wir, ob es irgendwelche Risse gibt, ob sich etwas verändert hat, ob Teile anders sitzen, ob ein bestimmter Einspritzvorgang vielleicht einen Einbrand ausgelöst haben könnte. Wir schauen uns alle Einspritzdüsen an, schauen auf die Linien, die inneren Linien und diese Lippen. Die werden Louvers genannt. Da suchen wir überall nach Rissen. Wenn bei diesen Untersuchungen Schäden entdeckt werden oder auch nur eine Unregelmäßigkeit, etwas, das nicht dem Sollzustand entspricht, dann bleibt diese Maschine am Boden, so lange, bis der Fehler behoben ist. Stunde der Wahrheit auch beim Medical des jungen Piloten Patrick Lienhardt. Gleich bekommt er die erste Auswertung. Herr Lienhardt, zusammenfassend können wir sagen, dass die diagnostischen Befunde alle in Ordnung waren, das heißt Sehtest, Hörtest und EKG, dass da auch der körperliche Untersuchungsbefund in Ordnung war. Das Labor, das hatten wir abgenommen, die Blutabnahme, und der Befunde stehen noch aus, aber ich gehe davon aus, dass die Werte in Ordnung sein werden. Der Arzt weiß, dass von seiner Diagnose Menschenleben abhängen können. Allerdings geht es nur mit Vertrauen und wenn sich der Pilot dem Arzt gegenüber öffnet.
Dr. Neumann kennt seine Piloten oft schon über Jahre. Der Pilot muss in seiner Verantwortung für die Sicherheit im Cockpit bereit sein, sich zu offenbaren mit seinen körperlichen Beschwerden. Und wir Fliegerärzte müssen uns einfach bemühen, das Vertrauensverhältnis zu dem Piloten einfach stetig zu verbessern. Ein neuer Tag in Leipzig. Die Flugzeugingenieure haben weiter an dem Austausch des Bugfahrwerks gearbeitet. Noch sind sie im Zeitplan. Das Grundgestell des neuen Bugfahrwerks glänzt bereits am Airbus. Die Großkomponenten sind eingebaut. Jetzt werden noch die kleinen Anbauteile angebaut, sprich Lampen, Räder, alle elektrischen Leitungen werden verbunden, die hydraulischen Leitungen werden verbunden. Die Steuerungskabel für die Lenkung werden verbunden und werden eingestellt. Wenn wir damit fertig sind, wird der Telescopic Strut mit dem Fahrwerk verbunden. Und dann sind wir kurz vor dem abschließenden Test. Nach allen Testläufen und den Checks und Abnahmen am Boden darf die Maschine wieder aus dem Hangar und wird vom Pusher in Position gebracht. Zurück ins Cockpit zu Tom Denner und Daniela Löff auf dem Weg nach Genf. Sie bereiten sich auf ihren Anflug vor. Ja, der Anflug führt uns jetzt an Stuttgart vorbei, Richtung Basel zunächst, Basel dann weiter an Bern vorbei und dann Richtung Genfer See. Anflug eigentlich über den Genfer See auf geraden Verlauf nach Genf. Tageszeitlich müsste die Sonne gerade hinter Mont Blanc aufgehen. Vor der Landung bereitet sich das Team gründlich vor. Auf keinen Fall dürfen sich die beiden auf dem Flughafen verfahren. Wir fahren hier so raus und rollen hier entlang und dann stehen wir hier auf einer dieser Positionen. 87, glaube ich, war es das letzte Mal. Okay. Ich meine, ja. Genau, hier ist ja die ganze Executive-Fliegerei und hier stehen wir meistens. Und dann sind sie über Genf. Die Landung. Nach der Freigabe sind sofort die Ramp Agents mit den Hubbühnen zur Stelle. Während hinten der Frachtraum beladen wird, Gelegenheit für das Team an Bord für einen Kaffee und einen Snack. Nach dem Neubeladen und Auftanken geht es weiter. Aber wie wird ein Flugzeug eigentlich betankt? Was für Sprit wird da verflogen? Und wie genau läuft das ab? Der Fahrer, der fährt in die Position ein. Erdet als erstes das Fahrzeug. Bei allem ist grundsätzlich die Erdung das Wichtigste. Danach werden die Befüllschläuche angeschlossen und er fährt dann quasi den Druck hoch. Nimmt das Fahrzeug voll, hat am Ende je nach Größe und Kapazität bis zu 60 Kubikmeter im Fahrzeug und führt dann nach einer Absetzzeit für Sedimente, für Wasser nochmal eine Beprobung auf Wasser durch. Flugzeugbenzin muss rein sein. Kleine Proberöllchen geben Aufschluss darüber, ob der Sprit frei von Wasser ist. Denn sonst würde bei der Verbrennung in der Turbine Wasserdampf entstehen. Algen könnten wachsen. Oder schlimmer noch, die Triebwerke könnten vereisen. Wir prüfen die Temperatur, wir prüfen die Dichte. Man darf nicht vergessen, es ist ein Ölprodukt am Ende. Es ist ein Naturprodukt. Es verändert je nach Temperatur, Außentemperatur, die Konsistenz, es dehnt sich aus, es zieht sich zusammen, es schwitzt. Ich habe also permanent Kondensabbildung und von daher müssen wir ständig hinterher sein.
Eine Hubbühne bringt den Schlauch direkt unter die Tragfläche. Eine sogenannte Underwing-Betankung. Dann startet der Tankvorgang. 1000 Liter später wird wieder eine Spritprobe entnommen. Der Hintergrund für diese unglaublich starke Qualitätsbetrachtung ist, dass Flugzeuge in der Luft einfach nicht rechts ranfahren können. Das gilt auch für Thorsten Kunze und Patrick Lienhardt. Ihre Route führt nach Belfast und der Wetterbericht ist nicht erfreulich. Und da haben wir das Wetter für Zentral-London, Großbritannien und dann hier das Wetter für Nordirland und Irland. Wie du schon sehen kannst, so richtig schönes, typisches Herbstwetter für England. Genau, ja. So wie das aussieht, wenn du so einen Tiefdruckausläufer hast, der ordentlich Niederschlag und Wolken mit sich bringt. Ja. Die Piloten können sich auf das Team im Flight Dispatch verlassen. Das Wetter wird hier ständig gescannt. Entsprechend wird der Flug geplant. Und auch entschieden, wie viel Sprit in den Tank kommt. Speziell für die Piloten bedeutet das, dass sie gegebenenfalls, wenn sie viel Niederschlag am Flughafen haben, beziehungsweise jetzt gerade, wenn Winter kommt, Schnee, sowieso vielleicht Nebel, schlechte Sicht, dass sie mehr Sprit mitnehmen müssen, dass sie gegebenenfalls nicht gleich landen können, dass sie Holdings fliegen müssen, das heißt Warteschleifen in der Luft über dem Flughafen. Und das ist natürlich unglaublich wichtig für die Piloten im Voraus zu wissen. Die Planung wird bis zuletzt optimiert. Auf einen Routenwechsel müssen sich die Piloten jederzeit einstellen können. Wenn vielleicht die Route durch ein ganz bestimmtes Gebiet geht, wo vielleicht viele Turbulenzen herrschen, dass wir nochmal darüber sprechen, muss das so sein, geht es nicht anders, gibt es gewisse Restriktionen, weil die Straßen in der Luft sind ja im Endeffekt ähnlich wie am Boden und es kann ja immer mal sein, dass gewisse Straßen gesperrt sind. Schon gesehen, dass das Wetter schon auf der Route nach Nottingham schon von der Seite kommen wird, der Wind, und dementsprechend auch schon da mit Turbulenzen, leichten Turbulenzen zu rechnen ist. Alle Punkte, die Sie grün sehen, ist das Wetter im Endeffekt gut. Gut zum Fliegen, gut für uns, es gibt keine Probleme. Wenn die Punkte orange werden, geht es so langsam in problematische Sachen rein. Und die roten Punkte zeigen schon Probleme an. Also es ist wirklich schlechtes Wetter vorherrscht, was uns, wo wir wirklich etwas machen müssen, wo wir handeln müssen. Kurz nach 1 Uhr. Die Maschine ist fast fertig beladen. Nach den vorgeschriebenen Checks und der Freigabe wird sie gepusht und rollt dann mit Turbinenschub vom Rollfeld zur Startbahn. Bisher wird im Flugzeug übrigens noch viel mit Papier gearbeitet. Aber die neue Technik hält auch hier Einzug. Das ist momentan das, was wir jetzt benutzen als Anflugunterlagen, herkömmlich in Papierform. Und dann schleppt man dann immer riesige, große Ordner mit sich. Und das ist auch recht schwer, das Ganze aktuell zu halten. Was uns jetzt in der Zukunft erwartet, wir bekommen jetzt alle ein iPad Air mit sogenannten anflugelektronischen Anflugunterlagen für die Flughäfen. Und das ist natürlich wesentlich einfacher, das Ganze aktuell zu halten, weil man einfach ein Update macht, wenn man in die Firma kommt. In der Luft nimmt der Autopilot den Piloten einen Teil der Arbeit ab. Aber die Verantwortung trägt der Mensch. Der Autopilot fliegt. Ich muss natürlich aufpassen, dass er das gut macht. Das heißt, ich überwache die Geschwindigkeit des Flugzeuges, dass wir nicht zu schnell und nicht zu langsam werden. Wie du sehen kannst, liegen die Geschwindigkeiten, das rote Band oben und unten sehr dicht beieinander. Also die Geschwindigkeitskontrolle ist recht wichtig. Des Weiteren, was wichtig ist im Reiseflug, dass ich mir Gedanken mache über meinen Kraftstoff. Ich überwache ständig die Kraftstoffverteilung, den Kraftstoffverbrauch und die Kraftstoffberechnung. Ansonsten überwache ich die Triebwerke, dass dort alles läuft und im grünen Bereich ist, wie man immer so schön sagt. Ja, richtig. Man kann sehr schön sehen, dass Triebwerk 1 und Triebwerk 2 parallel und gleich läuft. Das sieht man schon an den Zeigerstellungen. Und damit ist eigentlich schon das Wichtigste abgedeckt. Fracht oder Passagiere zu fliegen, macht das für die Piloten einen Unterschied? Wir fliegen genauso wie Passagierflieger auch.
Wenn ich ein Gewitter vor mir habe, werde ich da nicht durchfliegen, nur weil ich Pakete hinten drin habe, anstelle von Passagieren. Auch der erfahrene Pilot Thorsten Kunze muss in regelmäßigen Abständen mit einem Trainer in den Simulator. Hier können alle erdenklichen Situationen nachgestellt werden. Was ein Pilot erfahren wird in einem Cockpit, ist heutzutage in Simulatoren 1:1 abbildbar. Wir überprüfen unsere Piloten alle 6 Monate, indem wir also gewisse Manöver, gewisse Notfallverfahren in Simulatoren überprüfen, um dem Piloten zum einen zu überprüfen, zum anderen ihnen aber auch Inhalte beizubringen oder Schwerpunkte beizubringen, die wir aus dem laufenden Betrieb erkannt haben und wir mit Nachdruck noch einmal übermittelt wissen mögen. Mit dem Trainer an seiner Seite muss nun Thorsten Kunze verschiedene Notfallszenarien durchspielen. Der Trainer ist selbst ausgebildeter Pilot. Das Training ist wichtig, weil wir gewisse Dinge nicht im Flugzeug trainieren können, weil a) die Kosten zu hoch wären. Das heißt, ein Simulator ist kostenmäßig natürlich günstiger. Und gewisse Situationen, die wir im Simulator nachstellen, wären auch zu gefährlich, sie eben auf dem richtigen Flugzeug zu fliegen. Wings level, speed track, check retract. Der Pilot kommentiert für uns ausnahmsweise einen schwierigen Landeanflug bei extremem Seitenwind. Wir drehen jetzt in den Endanflug. Wir haben sehr starken Seitenwind und Turbulenzen. Deswegen ist der Anflug selber recht schwer. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass ich nicht direkt im verlängerten Anflug der Landebahn bin, sondern die Landebahn links von mir liegt und ich den Flieger gleich manuell in den Endanflug fliegen muss. Die Landebahn liegt jetzt direkt vor mir. Ich nehme den Autopiloten raus und übernehme den Flieger manuell. Der starke Seitenwind von rechts drückt mich jetzt automatisch in die Verlängerung der Landeanflugbahn. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich den Anflug nicht überschieße und drehe jetzt frühzeitig nach rechts in den Wind rein. Der Wind versetzt mich leicht nach links, ich muss weiter korrigieren. In einem Simulator leben wir eigentlich das tatsächliche Leben eines Piloten im Cockpit nach. Wir sind natürlich in der Lage, Notfallprogramme tatsächlich durchzuführen, weil der Simulator eine geschützte Umgebung ist, und versetzen damit den Piloten in die Lage, die Echtsituation nachzuempfinden in einem geschützten Raum am Boden. Als nächste Übung muss Thorsten Kunze mit einem Startabbruch wegen Feuers in einem Triebwerk fertig werden. Jetzt haben wir folgendes Szenario in den Simulator eingegeben. Wir wollen einen Startabbruch simulieren. Hierzu haben wir einen Triebwerksbrand bei 120 Knoten eingegeben. Die schwierige Sache für den Piloten hierbei ist, zu sehen, zu realisieren, was ist momentan gerade passiert. Ein Feuer auf Triebwerk 1. Ich analysiere, ich entscheide mich für den Startabbruch. Im Startlauf gibt es da wirklich nur wenige Sekunden Zeit, um die Situation zu realisieren. Ich reduziere die Triebwerksleistung. Ich fahre den Reverser auf voll. Die automatische Bremse funktioniert. Der Flieger steht. Ich setze die Parkbremse. Und wir werden nun das Notverfahren abarbeiten. Also man brieft vorher, was kommt auf uns drauf zu, was machen wir heute. Und danach, nach 4 Stunden Simulatorflug, gibt es ein sogenanntes Debriefing, wo man letztendlich bespricht, was ist falsch gelaufen und was kann man besser machen. Und das ist eigentlich das Wichtige, weil da lernt man. Zurück in die Realität. Tom Denner und Daniela Löff sind startbereit und werden vom Pusher in die richtige Position gebracht.
Bevor es losgeht, noch ein paar letzte Checks. Go ahead. After start. Pitch trim. Is set by 0,4. Radar trim. Zero. Slats flaps. Set 15-15. Spoilers. Armed. Anti-ice. Off. E-Cam Status. Is checked. And hand signal. Received on the right. After start checklist is completed. A call for taxi. Jawohl. Dann geht's auch für dieses Team zur Startbahn. Für die beiden Piloten gilt eine klare Aufgabenteilung. Die Zusammenarbeit ist eigentlich weniger begründet in der Funktion Co-Pilot und Kapitän, als mehr in der Funktion des fliegenden Piloten und des Monitoring Pilot oder Non-Flying Pilot, wie wir sagen. Das heißt, einmal arbeitet der Kapitän dem ersten Offizier oder Co-Piloten zu, als nicht fliegender Pilot, und beim nächsten Flug ist es dann umgekehrt, dass der Kapitän die Steuerung übernimmt und der Co-Pilot arbeitet zu. Es geht geradeaus bis 7000, not before Genf, 8 Meilen und dann rechts rum. Das Ganze initially up to flight level 90 und in case of geht es geradeaus und dann links rum, ab in Passerie. Und dann inbound 225 Radial nach Saint-Pré. Fliegen fasziniert die Menschen von jeher. Der Mythos umgibt die Piloten immer noch. Nicht mehr wie in den 70er Jahren, als Piloten Popstars waren. Aber der Beruf, auch wenn er manchmal anstrengend sein kann, hat seinen Reiz nicht verloren. Wer hat die Möglichkeit, nur als Beispiel montags nach Madrid zu fliegen, einen Tag in Madrid zu verbringen, nächsten Tag in Athen, dann geht es am Mittwoch unter Umständen in genau die andere Richtung, nach Oslo. Das ist nach wie vor eine wunderschöne Sache. Aber auch die schönste Fliegerromantik tritt in den Hintergrund, wenn das Wetter mies ist. Eine echte Herausforderung ist richtiges Winterwetter. So wie hier in Leipzig. Massig Schnee, eisige Landebahnen, glatte Stellflächen. Trotzdem muss der Betrieb weitergehen. Jetzt muss sich bewähren, was schon im Sommer geplant und trainiert wurde. Ab einem Zentimeter Schnee sind die Räumfahrzeuge auf den Lande- und Startbahnen. Nur 15 Minuten brauchen die Spezialfahrzeuge, um die 3600 Meter komplett zu räumen. Die Einsatzkräfte des Winterdienstes arbeiten rund um die Uhr. 5 Teams in 3 Schichten. Im Flugzeug trägt der Kapitän die Verantwortung. Er entscheidet, ob enteist wird oder nicht. Im Zweifelsfall wird immer enteist. Das verhindert für etwa 15 bis 20 Minuten, dass erneut Eiskristalle Außenwand und Tagflächen bedecken. Denn sonst könnte es beim Start zu einem Strömungsabriss kommen oder Eis in die Turbinen geraten. Abstandssensoren verhindern, dass die Sprühköpfe den Flieger berühren. Mit einem 60 Grad heißen Alkoholgemisch werden Tagflächen und Rumpf abgesprüht. Aus einem Hubkorb steuert der Enteisungsspezialist den Vorgang. Bis zu 4 Fahrzeuge arbeiten gleichzeitig an einem Flieger. 6 Minuten dauert eine Komplettenteisung im Durchschnitt. Sie kostet bis zu 7000 Euro. Mit Eis haben Thorsten Kunze und Patrick Lienhardt beim Anflug auf Belfast nicht zu kämpfen. Dafür mit heftigem Regen und extremem Seitenwind. Sie haben das immer wieder im Simulator geübt. Jetzt macht sich das bezahlt. Das Unwetter ist deutlich sichtbar auf dem Radar. Die Maschine wird durchgeschüttelt, muss immer wieder auf Kurs gebracht werden. Der Landeanflug auf Belfast ist anspruchsvoll. Es gibt kein Standardinstrument-Landeanflugsystem, nur ein Funkfeuer, dem die Piloten entgegenfliegen müssen. Weit rechts von der Landebahn kommt das Flugzeug aus den Wolken. Die Piloten haben die Abdrift genau berechnet. Der Seitenwind wird sie bis kurz vor dem Aufsetzen in Position bringen.
Eine Meisterleistung. Bei dem Wetter und so einem Anflug, da ist nicht viel, da geht es nicht viel darum, ob die Landung schön war oder nicht. Wir stehen hier in Belfast und wir haben unseren Auftrag durchgeführt und ja, alles ist gut und alles ist schön. Dass die Landung nicht sonderlich sanft war, das ist bei dem Wetter gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass der Flieger sitzt und alles sicher durchgeführt wird. Auch am Boden ist es ungemütlich in dieser Nacht in Belfast. Das macht ihren Job auch für die Ramp Agents mit den Hubbühnen nicht einfacher. Für die beiden Piloten heißt es nun, ab durch den Regen ins Hotel. Nach der Rütteltour freuen sie sich auf eine heiße Dusche, ein ruhiges Zimmer und einen erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen scheint in Belfast wieder die Sonne. Das Team nutzt die Zeit und das schöne Wetter. Thorsten Kunze erzählt uns von den Sonnen- und auch Schattenseiten der Cargofliegerei. Die Vorteile bei der Frachtfliegerei sind ganz klar, dass man sich einfach um die Kabine nicht kümmern muss. Man hat keine Flugbegleiter, die ins Cockpit kommen und etwas wissen wollen. Man muss keine Passagieransagen machen. Nach dem Flug stelle ich die Triebwerke ab, setze die Parkbremse und kann nach Hause fahren. Das geht bei der Passagierfliegerei nicht. Also da hat man noch einiges mehr zu tun. Nachteile, ja. Dass ein ab und zu mal jemand einen Kaffee ins Cockpit bringen würde, das wäre schon wünschenswert. Das ist natürlich was, was fehlt. Der nette Service an Bord. Auch Nina Löff hängt mit aller Leidenschaft an ihrem Beruf. Sie hat hart dafür trainiert und für ihren Traum gekämpft. Worin genau liegt diese ganz besondere Faszination am Fliegen? Erstmal das Fliegen selber. Also dieses in der Luft sein, das ist einfach eine Sucht. Wenn du einmal oben warst, willst du nicht mehr runter. Das ist ganz schwer zu beschreiben, gerade bei Leuten, die noch nie geflogen sind. Aber wenn du das erste Mal in einem kleinen Flugzeug sitzt und selber die Kontrolle darüber hast und das starten und landen kannst, du kannst nicht mehr aufhören damit. Also du musst einfach weitermachen und du musst so lange kämpfen, bis du das dann vom Beruf machen kannst, weil nichts auf der Welt wird dich wieder so glücklich machen, wie zu fliegen. Gleich wird sie in Brüssel landen. Land. Unterstützt von ihrem Pilotenkollegen Tom Denner. Wind wird noch ein kleines bisschen mehr nach rechts drehen. Okay. So sieht's gut aus. Und Minimum. Continue. Check. Is 8-1 Golf Delta Kosch or Wake Turbulence? That's very easy, 8-1 Golf Delta. 100. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Spoilers. Ref Green und Deceleration. Und approaching 80 knots. Your controls? My controls. Power Delta 81 Heavy is ready in sequence. Delta 81, Richard Holt, short of runway 25. Auch für dieses Team heißt es nun Schichtende. Ab ins Hotel. Erholung, bis der nächste Flug ruft. Und es heißt Take-off für die Cargo-Flieger.